Heute schauen wir uns mal die Pizza-Funktion des Ninja-Backofens an. Der große, ich weiß nicht genau, wie die Bezeichnung jetzt ist. Wir schauen uns auf jeden Fall die Pizza-Funktion an und bin mal gespannt, wie die funktioniert. Wir starten damit, den Pizzastein vorzuheißen, damit wir gleich richtig ordentlich Temperatur auf dem Stein haben und eine ordentliche Pizza hinkriegen. 230 Grad ist das Maximum an Temperatur, was wir kriegen können. Und die nutzen wir natürlich auch. Wir nehmen einen Teig, machen da Soße drauf. Ein bisschen Parmigiano. Zum Entvegetarisieren ein paar Salamischeiben und, weil es einfach geil ist, Zwiebeln. Und natürlich den obligatorischen Sicherheitskäse nicht vergessen. Der Pizzastein sollte heiß sein, dann geben wir dem mal hier eine Pizza. Eine Sekunde später sieht das Ganze doch schon neben diesen extrem schmutzigen Backofen recht gut aus. Ja, wir haben eine recht helle Pizza, aber wie ist es geschmacklich? Das finden wir jetzt raus. Also es riecht gut. Pizzateig, ja, ein bisschen aufgegangen ist er. Wir probieren einfach mal. Das ist so. Ja, klar. So, Mund leer. Ein bisschen Pizza noch gegessen. Also, ja, vielleicht hätte ich, wie Sven Teichner mal gesagt hat, den Rand ein bisschen mit Öl einstreichen sollen, aber lecker ist es trotzdem. Funktioniert. Machbar. Ist ganz geil. Temperatur könnte ein bisschen mehr sein, aber okay.